jetzt bei uns zwei Männer, die am Samstag ein Rekordspiel, ja, einem Rekordspiel beiwohnen werden auf jeden Fall und auch mitmachen werden in gewisser Art und Weise. Denn am Samstag findet in Frankfurt der Tag des Handballs statt. Ein Weltrekordspiel, ein Handballspiel vor 50.000 Zuschauern im Stadion. Und wie das genau vor sich gehen wird, das können die beiden uns erzählen. Bitte begrüßen Sie Frank Buschmann und Stefan Kretschmer. Herzlich willkommen, Frank Buschmann. Wie, du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Ist das dein neues Buch? Ja, das ist das neue Buch von Frank Buschmann. Hinten kackt die Ente. So, das hätten wir dann auch. So, Stefan Kretschmer, auch am Start wieder. Du siehst ja noch genauso aus wie zu deiner aktiven Zeit. Du bist ja noch genauso schön. Das ist die große Gefahr für Frank Buschmann, weil das halt so ist. Und weil wir uns fit gemacht haben, ich mich natürlich mehr als er, haben wir diese Idee gehabt, am Wochenende zu spielen, und zwar gegeneinander. Ah, okay, also im Rahmen dieses Handballspiels, dieses Mega-Handballspiels, erklär mal kurz, was ist das? Also das Weltrekordspiel ist das Bundesligaspiel Rhein-Neckar-Löwen gegen den HSV. Dann sind wir gebeten worden, ob wir nicht ein Legendenspiel machen können. Im Stadion in Frankfurt? Im Stadion, in der Commerzbank Arena. Und dann haben wir... Ein Legendenspiel. Legenden, sind alles Legenden, die da Wieso rumlaufen. Wieso bist du dabei, wollte ich gerade fragen. Weil das legendär wird, wenn man mich Handball spielen sieht. Wie auch immer das am Ende aussieht. Und dann haben wir möglichst viele ehemalige Weltmeister, Europameister, Olympiasieger, was Kretsche nie geschafft hat. Das muss auch traurig. Was Kretsche nie geschafft hat. Dann haben wir zusammengeholt. Es ist ein großes Klassentreffen. Und die Resonanz im Netz vor allem war unglaublich. Und alle freuen sich darauf, dass Stefan Kretschmer mit einem Trauma das Stadion verlassen wird. Das ist tatsächlich so. Wer spielt denn alles mit? Alle Größen des Handballs? Ja, Magnus Wieslander, Stefan Löfgren, Daniel Stefan, Stefan Kretschmer, Markus Bauer. Den kenne ich, habe ich auch schon mal gehört. Ja. Lecky Schwarzer. Nein. Christian Schwarzer, sagt er. Christian doch mal. Schwarzer, ja klar. Na, also bitte. Der beste Kreisläufer der Welt. Der beste Kreisläufer der Welt, ja, natürlich. Und wer noch? Elton. Elton spielt auch mit? Elton spielt mit, soll angeblich angekündigt haben, er läuft einen Tempo-Gegenstoß. Das widerspricht sich, Elton und Tempo. Überhaupt nicht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Erzähl es bitte. Ja, jetzt kommt das, er ist wie ein Kugelstoß auf. In den ersten zwei Metern mal, ist er schnell. Ja. Ich erzähl mal eine Geschichte. Ja, Elton war vor 20 Jahren beim Training des SC Magdeburg. Genau, nicht vor 20 Jahren, das ist gar nicht so lange her, 8 Jahre. Das war eine Aktion für TV Total, wo er sagt, okay, Elton in Gefahr, dann gehe ich mal zum Handballtraining. Und dann haben wir ihn auch nicht in Mangel genommen. Und am Ende des Trainings sagte er tatsächlich, so Jungs, und jetzt machen wir mal einen Sprint von Grundlinie zu Grundlinie. Und wer verliert, naja, da reden wir jetzt nicht drüber, wer verliert, was der machen musste. Ja. Er ist beim SC Magdeburg, und es spricht nicht gegen unsere Qualität, Dritter geworden. Ja. Das ist eine schnelle Sau. Ja, Elton ist sehr, sehr schnell. Nicht umsonst. Ja. Auf den ersten 100 Metern ist Elton eine absolute Granate. Ja, wenn hinterm Tor irgendwo eine Currywurstbude steht oder so, dann ist er schnell da. Aber Leute, der Mann ist alles andere als ein Athlet. Doch, der ist ein Athlet. Ich habe ihn nicht umsonst für Team Kretsche nominiert. Sag mal, du wirst es sehen. Ja. Prall einmal an ihm ab und du stehst nicht mehr drauf. Ich habe Hans Sapai, der einzige Sportler, der mit einem Wurf 2 Tore machen kann. Das Thema ist eh gelaufen. Hans Sapai ist der einzige Sportler, der halb so breit ist wie du. Und dazu gehört schon eine Menge gerade. Ja. Wer spielt noch mit in dem prominenten Team? Oliver Pocher hast du, glaube ich. Den habe ich bei ihm eingeschleust. Ja? Weil das ist ja alles gut für unser Team, was du da für Lurche rumlaufen hast. Bei mir haben ja Spieler gewisse Aufgaben, Spezialaufgaben. Ja. Und eine Aufgabe ist natürlich, den Buschmann zu Fall zu bringen, ihn zu faulen. Ja. Dafür habe ich Uli die Axt Borowka eingekauft. Den schlimmsten Abwehrspieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Ja, absolut. Und Uli hat den Auftrag bisher verstanden, muss ich sagen. Ja. Also dieses Spiel ist dann wahrscheinlich vorher, um die Leute zu belustigen. Ja. Und danach gibt es dann das richtige Spiel. Und da kommen tatsächlich 50.000 Leute, um sich ein Handballspiel anzugucken. Ist das so ähnlich wie dieses Wintergame beim Eishockey? Genau, wo dann wirklich Handballfeld in ein Fußballstadion. Genau, das ist genau die Idee, die dahinter steckt. Okay. Und dann haben sie gesagt, wenn man da noch so ein Show-Act, ich habe da viel von Stefan Raab gelernt, wenn man dann so ein Show-Act aufzieht und großes Spektakel und Bambule macht. Ja. Ich verstehe ja eh nicht, dass du da klemmst. Ja? Also ich hatte ja immer gehofft, dass du eventuell sagst, ich möchte mitspielen. Beim Handball? Ja. Nee.
Ja, warum denn eigentlich nicht? Warum ja? Weil ich keinen Bock habe. Also Sie sind tatsächlich... Ich mache so viel Sport, Leute. Ich kann nicht noch am Wochenende euch zeigen, wie man richtig Handball spielt. Ja? Kannst du bei Schlag den Raab zugucken über nächste Woche, dann, wenn du Glück hast, kommt du dann wieder. Du mutierst ja schon fast zum Buschmann, wie du dich hier artikulierst. Ehrlich. Das höre ich mir seit einem halben Jahr an. Lass uns mal, um ein bisschen Saft aus der Diskussion zu nehmen, ein bisschen Werbung machen. Und gleich, wenn wir wiederkommen, werden wir mal gucken, wie die beiden Handballfähigkeiten der beiden noch sind. Und ich werde auch mitmachen, wir werfen da vorne auf diese Gegenstände aus 7 Meter Entfernung. Mal gucken, wer am häufigsten punktet. Bleiben Sie dran, bis gleich. Kretschmer, der schönste Handballer aller Zeiten, und Frank Buschmann. Jetzt sei ruhig. Nö, das reicht schon, einfach nur Frank Buschmann. So, und jetzt versuchen wir mal zu schauen, wie gut die Form ist. Es geht darum, Gegenstände, wenn es geht, immer nur einen zu treffen. Willst du anfangen? Jo. Ja. Hast du Harz jetzt genommen? Brauchen wir nicht, oder? Ich brauche kein Harz. Du schon? Nee. Weil du hast Frauenhände. Das wird schwer mit dem Ball. Kriegst du nicht schon Harz? 4. Ja. Du darfst 3 Schritte Anlauf nehmen. Nein, also darf 3 Schritte Anlauf nehmen? Oh! Wer war das? Hier. Guck mal, wen er getroffen hat. Das ist ein Zeichen. Hat er direkt dich weggeballert. Das ist ein Zeichen. Ja. Was mit dir, wirfst du auch, oder? Aber mit Ansage, du bist doch Profi. Du musst doch. Kannst du mit Ansage, wenn ich jetzt sage, Kretschel, werf mal den Pokal weg? Ich sag mal mit Ansage das Regal. Nee, nicht das Regal. Das Regal ist steht. Wirf nur mal den Pokal weg. Ja, das kann ich nicht. Doch, probier doch mal, zeig doch mal, wie filigran du so bist. Guck mich mal an, filigran. Naja. Den Pokal? Ist doch schon was her. So, jetzt bin ich. Ach nein! Ja, komm. Ich zeig dir erste mal. Reihe räumen. Ich zeig dir jetzt mal, wie man den Pokal. Wieso ist denn da eigentlich kein Torwart drin? Ich zeig dir aber mal, wie man den Pokal wegwirft. So. Oh, Latte! Oh. Konfetti! Und die Konfetti gibt's morgen. Sind auch nicht, die Konfetti nee, sind auch nicht Samstag schlecht. Nach dem Sieg, ja. Konfetti. So, Kretschel wieder. Wo ging's denn jetzt? Wurde gezählt? Pokal. Der, unten der Pokal. Ja, der Pokal. Sollte ich Pokal. Auch den Pokal? Oh, das waren die Konfetti. Oi. Aber knapp über den Pokal. So, ich wieder. So. So. Verstehst du? So geht der Kretsche. Der Kretsche, der geht so. So geht der Stefan. Der Stefan, der geht so. So. Ja, nicht schlecht. Ja, jetzt weißt du. Ja. So. Ich denke, das kann man nicht toppen. Ich glaube, hiermit ist alles gesagt. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg am Samstag. Ja, am Samstag in Frankfurt beim Spiel des Handballs. Tag des Handballs, ja. Also, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Können Sie die Stefan Raab Handballschule, www.stefanraabhandballschule.de, können Sie sich mal reinklicken.